Guten Morgen, Deutschland. Ja, es ist aus. Es ist aus. Alles ist aus. Deutschland ist raus. Und man muss ja ehrlich gestehen, leider, weil sie haben gestern ein gutes Spiel gemacht. Aber hey, Leute, ne, das Kellerspiel war gestern. Was soll man noch dazu sagen? Ich will aber heute auf keinen Fall mit euch über Fußball sprechen. Wir reden auch nicht über Viktor Orban, dessen Besuch gestern in Moskau natürlich hohe Wellen geschlagen hat, weil er es gewagt hat, mit Wladimir Putin zu sprechen. Wie kann man sich mit so einem Wahnsinnigen unterhalten, fabuliert die deutsche Presselandschaft. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Und dann auch noch über Frieden zu reden. Also das Waffenstillstand. Ja, wo kommen wir denn da hin im besten Deutschland als Zeile? Wo ich erstmal Kaffee trinken, also wirklich, Leute. Es ist schon Krux mit der EU. Ja, man ist halt so willig und man will das Frontsterben weiterhaben. Da wird natürlich nicht viel passieren. Der liebe Viktor Orban hat aber zumindest alles versucht und wird auch alles weiter dranbleiben. Man kann also sagen, wir haben zumindest in Europa noch den einen oder anderen Staatsmann, der noch weiß, wie das Wort Frieden geschrieben wird. Aber viel besser, liebe Leute, heute Morgen ist eigentlich das, warum ihr da draußen und ich, ja, definitiv, ja, ein Rechter bin, ja, ein Rechtsextremist bin. Liebe Bundesbürger, ihr jubelt immer so schnell, wenn es gegen Rechts und gegen den Rechtsextremismus geht. Aber die große Frage ist ja immer wieder, warum ist er nicht jemand rechts? Und was macht ihn eigentlich zu einem Rechtsextremen? Und ich finde das gut, dass wir mittlerweile endlich mal die Vorlagen dafür haben, damit wir wissen, warum wir eigentlich so eingestuft werden, warum eine AfD eigentlich verboten werden soll, warum die bösen Rechten eigentlich die bösen Rechten sind und was daran eigentlich alles so schlimm ist. Und ich finde das total toll und deswegen möchte ich erstmal Toni Kroos zitieren, den leider zum letzten Mal gestern auflaufenden deutschen Nationalspieler, der sich ja auch immer so gegen rechts wehrt, genau. Ja, der steht ja auch immer an vorderster Front, wenn es darum geht, den Kampf gegen Rechts zu führen. Und der hat ein wunderbares Zitat gestern gebracht. Wenn mich jemand fragt, würdest du deine Tochter mit 14 in Spanien um 23 Uhr rauslassen oder in einer deutschen Großstadt, wäre ich eher bei Spanien. Wow. Naja, also wenn ich jetzt vom Landesverfassungsschutz Sachsen-Anhalt ausgehe, dann könnte man diese Aussage, lieber Toni Kroos, schon fast als rechtsextrem gesichert einstufen. Und möglicherweise würde dann das Innenministerium von Sachsen-Anhalt und der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt Sie, Herr Kroos, möglicherweise schon auf die Beobachtungsliste setzen. Ja, dann wären Sie schon mit Sicherheit ein Verdachtsfall. Denn warum man hier in diesem wunderschönen Bundesland ein Verdachtsfall ist, das werde ich euch jetzt anhand ein paar Zitate aus dem Verfassungsschutzbericht mal eben darlegen. Ich finde das heute Morgen so spannend, Leute. Ich finde das spannend, wie man mit diesem Framing, wie man diese Narrative, wie man uns immer weiter einengt, um ja an der Macht zu bleiben. Denn das ist das Einzige, wozu dieses Ganze gegen rechts und nie wieder dient, liebe Leute. Und es ist offensichtlich und es sollte auch für die Menschen, die sich wirklich nicht bis jetzt damit beschäftigen und tiefgläubig diesen Altparteien glauben, so langsam klar werden, dass sie hier von vorne bis hinten verarscht werden. Also, es sind oftmals keine dankbaren Flüchtlinge. Das ist eine Aussage, wenn ihr die tätigt, dann seid ihr schon im Fokus des Verfassungsschutzes. Dann ist das schon fast eine Aussage, wo man euch beobachten darf, als Verdachtsfall einstuft, möglicherweise direkt zu einer Demo gegen rechts aufruft. Und das ist kein Scherz, so steht es geschrieben im Verfassungsschutzbericht 2023 in Sachsen-Anhalt, vorgestellt von der Innenministerin hier und dem Chef des Landesverfassungsschutzes. Es sind oftmals keine dankbaren Flüchtlinge. Und wenn wir die Bilder auf den Straßen sehen, wenn wir das sehen, was auf den Straßen passiert, dann kann man diese Aussage wohl genauso treffen. Und ich glaube, nichts, aber auch gar nichts ist an dieser Aussage schlimm. Es ist eine Meinungsäußerung und es ist nicht mal eine schlimme Meinungsäußerung. Es ist eine Meinungsäußerung, die oftmals leider die Wahrheit beinhaltet.
Oder auch diese Aussage. Auch in Stendal, Sachsen-Anhalt, sind die vom Establishment gerufenen Fachkräfte für Messerstecherei mittlerweile aktiv. Das hat zum Beispiel Martin Reichert, der das Mitglied des Deutschen Bundestages und hier aus Sachsen-Anhalt stammende Politiker der AfD, mal gesagt. Und das wird dann gleich als rechtsextrem und verfassungsfeindlich eingestuft. Aber hat er nicht recht? Wenn er sagt, auch in Stendal, wenn eine Messerstecherei dann auch in Stendal passiert und auch die Täter leider mal wieder aus demselben Spektrum kommen und er sagt dann, sind die vom Establishment gerufenen Fachkräfte für Messerstecherei mittlerweile aktiv. Man muss diese Meinungsäußerung nicht mögen, man muss nicht das mögen, was Martin Reichert da sagt. Aber er hat auch recht. Was seit 2015 hier ins Land gelassen wurde, sind nachweislich, und das wissen wir, in der Masse keine Fachkräfte. Das sind Einwanderer in die Sozialsysteme. Das sind Einwanderer, ja, es sind Armutseinwanderer. Es sind Glücksritter, die hier in unser Land kommen und sich aber nicht als Gast aufführen. Ein Gast benimmt sich bei seinem Gastgeber. Oftmals benehmen diese Menschen sich hier aber nicht. Und das wissen wir. Das haben wir auch vor allem in den letzten Wochen wieder mal eindrucksvoll bewiesen bekommen. Aber es gibt zum Beispiel noch diese Aussage von Jan Wenzel Schmidt, auch hier aus Sachsen-Anhalt. Der schrieb am 6. Oktober 2023 auf Facebook in Bezug auf einen Presseartikel über einen Messerangriff von aus Seenot geretteten Migranten in Portugal. Man muss das nochmal sagen. Ja. Er schrieb über einen Messerangriff von aus Seenot geretteten Migranten. Wir reden also von Menschen, die Hilfe bekommen haben. Und die haben einen Messerangriff durchgeführt. Und da schreibt er, es sind oftmals keine dankbaren Flüchtlinge, die nach Europa wollen, sondern aggressive Asylforderer. Wenn sie nicht kriegen, was sie wollen, ziehen einige sogar das Messer. Er stuft es sogar ab, indem er nicht sagt alle. Er sagt nur oftmals. Er sagt auch nicht alle, er sagt einige. Und als letztes sagt er, sie wollen letztlich in unser Sozialsystem, ich sage, kein Asyl für Invasoren. Diese Aussage, die ist vielleicht nicht schön für den einen oder anderen. Und da kann man sagen, ach Mensch, ja, muss man das denn unbedingt so schreiben? Aber hat er denn gelogen? Hat er denn was Falsches gesagt? Das soll also die Einstufung gesichert rechtsextrem sein? Wenn wir doch alle die Bilder auf den Straßen sehen, wenn wir doch alle die Zeitungsmeldungen lesen, wenn wir doch alle online tagtäglich fast tagtäglich immer wieder von diesen kriminellen Straftaten lesen. Wenn wir die Statistiken des LKA, des BKA sehen, über die Gewalt, die hier im Land stattfindet und woher sie zu einem großen Teil kommt, welches sogar die Altparteienpolitiker mittlerweile offen zugeben müssen, weil sie es ja nicht mehr unter den Teppich halten können. Der Verfassungsschutz ist hier ein willfähriger Gehilfe der links-rot-grünen Woken-Regierung. Das ist er, das ist nichts Neues. Wir sagen das schon sehr lange. Er wird vom Innenministerium geführt und eingesetzt. Das Innenministerium ist der Dienstherr des Verfassungsschutzes. Frau Faeser ist die Chefin vom Herrn Wall-Haldenwang. Und der Verfassungsschutz macht das, was die Regierung möchte. Das ist ganz einfach. Und was macht dieser Verfassungsschutz hier in Deutschland? Was macht diese Behörde? Sie stuft alles und jeden als rechtsextrem, verfassungsfeindlich ein, obwohl er im Kern, und ich rede bei vielen, gar nicht verfassungsfeindlich sind, da sie sich gar nicht gegen das Grundgesetz wenden. Und bei vielen ist es auch keine rechtsextreme Ansicht. Es ist eine knochenharte, möglicherweise nicht schöne, aber es ist eine Meinungsäußerung. Und um an der Kontrolle zu bleiben, um an der Macht zu bleiben, um auf ihren Posten zu bleiben, benutzen sie diesen Verfassungsschutz und dieser wertet diese Aussagen dann als rechtsextrem, damit das Narrativ, das Framing, damit das nie wieder und der Kampf gegen rechts auch ja weitergeführt werden kann. Und selbstverständlich wird er auch weiterhin finanziell unterstützt, ist doch klar. Frau Paus freut sich ja seit gestern riesig, dass
ihr, liebe Eltern da draußen, 5 Euro mehr Kindergeld bekommt. Mit anderen Worten, eure Kinder können sich jetzt demnächst eine Tafel Schokolade oder ein Kaugummi mehr kaufen. Aber viel wichtiger ist doch das Demokratiefördern von Frau Paus. Weiterhin seine Hunderte von Millionen und Milliarden bekommt. Und was ist Demokratiefördern nochmal, liebe Bundesbürger? Genau, es sind die ganzen Verbände, Vereine, Bewegungen der sogenannten Demokratiebewegung der links-rot-grünen Woken. Nämlich genau dieser Vereine, wie zum Beispiel Korrektiv, Amadeo-Antonio-Stiftung, die unter anderem solche Zitate, wie ich sie gerade zitiert habe, aus den sozialen Netzwerken raussuchen und als Hinweisgeber für den Verfassungsschutz agieren, liebe Leute. Wie ihr also seht, ist das, was die bösen Rechten, nicht wahr, immer sagen. Sie arbeiten alle zusammen und sie dienen nur einem einzigen Zweck. Ihrem Machterhalt, ihren Posten, ihren Funktionen. Und jeder Mensch da draußen, der diese Meinungsäußerung sieht, der das liest, der das hört und sich dann das Bild da draußen anschaut, weiß eigentlich ganz genau, dass diese Zitate und diese Worte möglicherweise ein bisschen zu scharf sind. Und ja, vielleicht auch nicht so schön sind. Aber sie sind eines. Sie sind dummerweise in Deutschland die Wahrheit.